Ich bin glücklich darüber, dass wir trotz Hygienevorschriften und Abstandsregeln im Palais am Funkturm ein wunderbares Preisgericht durchführen konnten. Noch glücklicher bin ich aber, dass wir für eine schier unlösbare Aufgabe einen fantastischen Entwurf auswählen konnten. Die Aufgabe war, eine neue Adresse unter den Linden zu schaffen, die Komische Oper, die an der Bärenstraße liegt, nach vorne zu bringen. Die zweite Aufgabe war, aus einem ja durchaus etwas drögen Programm mit Nutzungen, die wenig Öffnungen haben wollen, ein Gebäude zu entwickeln, das eben doch mit dem Stadtraum einen Dialog aufnimmt. Auch das ist gelungen. Wir haben die Abendkasse unter den Linden. Wir haben den Künstlereingang an der Klinkerstraße. Die Klinkerstraße wird plötzlich auch ein öffentlicher Ort. Das neue Programm mit einem Restaurant für die Künstler, das eben aber auch für andere, für Publikum zugänglich ist, verbindet sich mit dem bestehenden Foyer. Und wir haben einen Entwurf gefunden, der diese kubische Architektursprache des Bestandes aufnimmt, neu interpretiert und ein wunderbares, denkmalgerechtes Ensemble bildet mit dem Bestandsbau. Das alles haben die Gewinner und Gewinnerinnen geschafft, das Büro Kadawittfeld. Ich gratuliere natürlich dem Büro, ich gratuliere aber auch den anderen Preisträgern, dem Büro BE, Baumschlag Eberle und dem dritten Preis AFF mit TopoTech-Architekten und natürlich auch diejenigen, die eine Anerkennung erhalten haben. Es war eine schwierige Aufgabe. 63 Teams aus 14 Ländern haben sich dieser Aufgabe gestellt, haben sie zum Teil, muss man wirklich sagen, bravourös erfüllt. Und am Schluss kann nur einer gewinnen. Und wir bedanken uns, wir, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die den Wettbewerb organisiert haben, aber auch die Komische Oper, der Bedarfsträger, die Kulturverwaltung, bei all diesen Teams für ihre unglaubliche Leistung. Sie haben es möglich gemacht, dass wir 4 Tage lang diskutieren konnten und am Schluss den für uns und für Berlin besten Entwurf auswählen konnten. Dafür ganz herzlichen Dank. Die Jury hat sich für dieses Projekt entschieden, weil es eben auch diese Vielfältigkeit, diese Wandelbarkeit, dieses Chamäleonhafte, was die Komische Oper in ihrem Programm hat, dieses immer wieder sich neu erfindende, das hat dieser Entwurf aus unserer Sicht am besten interpretiert und in eine Architektursprache transformiert. Und was uns auch ganz besonders gefällt, nicht nur im Erdgeschoss entstehen öffentliche Räume, sondern auf dem Gebäude entstehen verschiedene Terrassen, in denen eben das Personal, die Künstler, Künstlerinnen, aber auch die Bühnenarbeiter, einfach das ganze Haus der Komischen Oper mit der Stadtgesellschaft in Kontakt treten kann, auf Außenterrassen. Und ich wünsche mir, dass unter diesen noch perfekteren Arbeitsbedingungen natürlich weiterhin große Oper entstehen wird.